Hallo und herzlich willkommen zurück bei Monster Hunter Story. Heute geht es natürlich weiter mit diesen Kätzchen und dieses Ding. Etwas. Heute geht's vorwärts. Story. Ich weiß nicht, ob wir stark genug sind. Diese Piggy-Grunz. Aha. Okay. Ah, okay. Mhm. Stimmt ja, wir haben ja ein paar... Was? Ah, hier kann man vom Aussehen her Puggies wechseln. Okay. Ach so, läuft das. Ein bisschen lächerlich, oder? Hm, ich weiß nicht. Aber die war so, Standard. Fertig. So. Grunz, quiek. Naja. Haben wir noch irgendwie Eier auszubrüten? Kann man das hier sehen? Muss ich tatsächlich hier ran? Nur um zu gucken, ob ich im Eierkarton was drin habe? Ja. Okay. Naja, gut. Und Eierfragmente haben wir auch nicht. Hm, komisch. Was läuft da falsch? So, normalerweise müsste man sich vorbereiten, aber ich geh mal einfach aufs Ganze. Kein T-Grex, okay. Kombi. Nur einmal. Okay, schade. Aber wir haben, genug Sachen. Aber kein Pilz. Hm. Wer hat's gedacht? Kein Pilz. Tropische Beere. Hm, mhm. Naja. Dann wollen wir mal hier ein bisschen. Hallo? Mit dem Pfefferschote. Oh ja. Ach, da hinten ist das Ungeheuer, was besiegt werden muss. Da gibt's so noch ein Katzendings. Echt jetzt? Hier in der Gefahr? Einfach so random? Ja, na klar. Aber das hier ist wohl anscheinend das Ziel, was wir besiegen müssen. Miau, ein Königslotro. Sieht aus, als hätten wir den Unruhestifter gefunden. Zeigen wir diesem Schleimer, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Ja, natürlich. Wir sehen nur Stress, ne? Zeit zu kämpfen. Mhm. Der Königslutro. Man sagt, er... Sei nicht ganz dicht. Keine Ahnung. Achso. Oh. Ja, Fähigkeiten-Siege. Ah ja. Das war nicht hilfreich. Fähigkeiten-Siege. Mhm. Ah ja, klar, ne? Das bringt doch auch nicht viel, die Heiltränke. Ein bisschen. Oh, Eiswurf, Miezen, Spaßig. Spaßig. Fähigkeiten-Siege. Kann ich den nicht befehlen? Nee. Doppelangriff. Bindung steigt. Oh. Gleichstand. Okay.
Ich brauche ein bisschen Heilung. Muss ich immer nehmen. Okay, der hat nur Geschwindigkeit. Warum auch immer. Oh. Das war ein bisschen falsch. Okay, Geschwindigkeitsmonzi ist der hier. Und ich brauche schon wieder mal Heilung. Das ist mies. Autsch. Okay. Sind wir alle wieder Technik? Was soll das? Der ist auch auf Geschwindigkeit. Mhm. Fähigkeiten-Siege. Mondsiege darf ich jetzt gar nichts mehr sagen. Na gut. Okay, die Heiltränke sind echt shit. Ja, klar. Ja, klar. Kill uns. So. Box ihn weg. Woo. Oh, keine Heilung bekommen. Das ist mies. Ja, ich hab's gewusst. Okay. Jetzt machen wir ihn fertig. So, Monsti. Nee, hier. Mal hier kurz das machen. Oh. Ka-ching. Mein Gott, das ist mies. Aha, endlich. Yeah, Teamwork. Woo. Mhm. Okay. Königliches irgendwas Schwanz. Mojo. Genau wie ich es vermutet hatte.
Mit mir an deiner Seite kann gar nichts mehr schief gehen, nicht wahr? Berichten wir dem Gildenmeister in der Gildaren von unseren glorreichen Taten. Wie erstaunen wird, wenn er blickt, wie einsame Miete ich wir sind. Natürlich, er wird sowas von begeistert sein. Ja, ja. Klar. Warum nicht? Ja. Der wird sowas von Gildegarden. Gildegarden sein. Aber sowas von Gildegarden begeistert sein. Gut. Den haben wir geschafft. Achso. Okay, ich sollte auch wirklich mal Sachen sammeln, ne? Als immer Verlass auf diese Miezekatze. So, abrein da. Rinder, Mirinda. Yay. Gib mir die Rüstung, gib mir die Rüstung, gib mir die Rüstung, gib mir die Rüstung. So. So. Psch. What? Oh, you seem to be a force to be reckoned with. How'd you like them apples? My whiskers are a quiver with excitement. Indeed, it was a stirring performance. Truly, you're something more than just an average kid, whatever. Maybe this will open new possibilities in the future. Riders have come here before, wanting to learn about the outside world. With anticipation in their hearts and excitement in their step, whatever. Yeah, really? And yet, they stopped coming. The ways of those who hunt monsters and those who raise them are different, Potter. Truly, it is difficult to understand cultures so different from our own. And so we chose to live our lives separately, Potter. But over time, we forgot each other, became isolated, and lost contact. So us coming here now, like this, is an opportunity, right? Now you guys can get to know each other all over again. Awesome! Oh, maybe so, maybe so. But it won't be an easy task, Watto. The hunters will be shocked to learn of the existence of riders, Watto. First of all, you must allay their fears. Sure as a paw! I want everyone to know about my buddy here. And I want my buddy to learn about hunters, too. Very good, very good. I shall arrange for you to go on another quest, Watto. When we are done here, you should take a look at the quest board, Watto. Awesome! Thanks, Gramps! I'm afraid that's about all I can do for you, younglings, Watto. Whether you're able to get along with the townsfolk is up to you, Watto. Keep it up, young rider. You've got me with you, buddy. Nothing to worry about. All right! Let's fill ourselves up before we head on out! Ja, sieht gut aus. Sehr schön. Am nächsten Tag. Wow, you finished a hunter quest? Riders can be pretty rad too, I guess. Yeah! Don't underestimate us, bro.
Huh. Maybe you should go do my quest too, kid. Huh? Another quest? Awesome! Set him up, we'll knock him down! Well, my quest is pretty tough. I don't know if you guys be able to handle it. Go and collect some mushrooms from the Babda Rainforest. Collecting mushrooms? What part of that is hard? Is this a ch- Man, you just don't get it, do you? I'm totes serious. No way are you such an amazing hunter if you find something like that difficult. Lass uns die Pilze sammeln, Mensch. Die brauchen wir. I told you, bro. I'm just Roberto. You just gotta go with it. Seeing is believing, you know? So, you gonna do it? Alright! Na klar. Nice one, kid. Well, I'll leave you to it then. I'm gonna go take a nap. I'm, pretty sleepy. Sheesh, what a useless dude. Erzähl doch nicht, er ruht sich doch nur aus. I guess I better come with you. Let's find enough mushrooms to feed a Fatalis, buddy. Hey, Kleiner, ich hatte vergessen, es dir zu erzählen, aber diese Blaupilze sind nicht so mein Ding. 1A-Pilze. Angegen sind ganz großes Kino. Aromatisch aus der Pfanne oder super lecker geschmort. Ich zeichne dir auf der Karte an, wo du sie finden kannst. Den Rest überlasse ich dir. Und deinem Navi. Du hast eine herausfordernde Quest von Roberto angenommen. Oder zumindest dachtest du das. Pilze sammeln im Babda Regenwald. Es klingt nicht allzu schwierig, aber vielleicht gibt es hier einen versteckten Plan. Ja. Heiltränke herstellen. So, schau mit V. Tschüss. Ja, und für uns ist es auch wieder Zeit, natürlich, schlafen zu gehen. Sorry. Ja, heute geht's in die Haia. Wir sind auch total müde von dem Kampf. Und speichern somit ab. Und machen natürlich morgen weiter. Das war's dann für diese Folge. Wieder mal ein ganz großes Kino bei Monster Hunter Stories. Und falls du neu bist auf meinem Kanal, gerne abonnieren, Glocke nicht vergessen zu aktivieren, um keine weiteren Folgen von Monster Hunter Stories mehr zu verpassen auf meinem Kanal. Ich bedanke mich, dass du hier dabei warst und genauso viel Spaß hattest wie ich. Und wir sehen uns am Morgen wieder bei Monster Hunter Stories ab 15 Uhr täglich auf meinem Kanal. Ciao mit V, tschüss mit Dö, euer Dieselchen. Tschüss.